Zack. Und da landet er oben. Ja, schrei doch mal. Ja, hallo Freunde und willkommen in einem neuen Early Access Game, frisch auf dem Steam Shop Savage Lands. Ja, das Ding ist noch relativ neu. Ich habe es gerade im Angebot für knapp 15 Euro gekauft, glaube ich. Ich bin mir gar nicht so ganz sicher. Kostet im Normalfall 22,99, glaube ich. Also 23, sagen wir mal. Ja, und wir gucken mal, ob es das wert ist. Grundlegend ist es ein Crafting-Survival-Game. Das ist ja nichts Neues mehr. Das gepaart ist mit in einer Fantasy-Welt spielt. Ich habe einmal ein bisschen angespielt und habe ein Dorf gefunden, in dem Skelette waren. Ich habe mit Wolfsrudeln gekämpft. Ich habe sogar einen Drachenturm entdeckt, von dem ich dann noch entkommen bin. War, ja, nett. Hätte ich filmen sollen, habe ich aber nicht. Ja, so ist das Leben manchmal. Wir machen uns jetzt einfach mal einen neuen Charakter. Ich hatte den letzten entfernt, weil wenn ihr mit einem... Wow, was mache ich denn hier? Wenn ihr mit einem vorhandenen Charakter einloggt, dann hat der auch gleich alles, was der vorherige hatte. So, wir createn eine neue Welt. Ah ja, hier ist ja dieser Drachenturm sogar. Dann scheint das ja so ein Standard zu sein. Genau unter diesem Turm stand ich. Der Drache hat da oben drauf seine Faxen gemacht, hat mich aber zum Glück nicht entdeckt oder hatte keinen Hunger. Wie auch immer. So, wir sind angekommen. Wir sind gestrandet. Hier sind die Wrackteile unseres Schiffs. Wie ging das hier nochmal? Mit I kommt jetzt Inventar. Standardmäßig haben wir schon ein paar Sachen. Nach einem Tod sind die weg. Kann ich euch schon mal gerade raus sagen. Das weiß ich. Ich war schon einige Male tot. So, mit E heben wir Sachen auf. Zum Beispiel, die wir hier finden. Also, weiß ich nicht. Hier den Stock können wir aufheben. Und hier den Stein können wir aufheben. Das machen wir mit E. Mit J kommen wir dieses Menü, in dem uns gesagt wird, was wir so machen sollen. Wir möchten die verschiedenen Sachen von uns, dass wir Steine sammeln und so weiter. Hier oben habt ihr dann quasi Crafting-Rezepte, die ihr schon freigeschaltet habt. Alle mögliches verschiedene Zeugs. Ja. Und hier könnt ihr sogar dann auch Lagerfeuer und sowas mit aufstellen. Hab ich noch nicht gemacht, aber geht anscheinend. Okay, mit G könnt ihr Gegenstände abschmeißen. Hier so, weg ist er. Und mit K, ganz wichtig, darum habe ich mich am Anfang hier sehr schwer getan. Mit K kommt ihr ins Crafting-Menü. Da habt ihr die Sachen drin, die ihr schon herstellen könnt. Und seht dann auch gleich, welche Zutaten ihr braucht. Also jetzt hier zum Beispiel. Hier eine Fackel herstellen. Fackel ist eigentlich ganz cool. Flint habe ich. Wir machen mal noch eine Fackel dazu. Aha, die hält ihr in der zweiten Hand. Ist ja nett. Okay, tun wir es aber erstmal zur Seite. Das war ja nicht. Obwohl, eigentlich ist es egal. Ach, wir laufen jetzt mit der Fackel rum. Okay, ja, wie gesagt, könnt ihr alle möglichen Krempels aufsammeln, der hier so liegt, den ihr dann zum Craften braucht. Das ist nichts Neues, aber auch hier geht es wieder. Dann könnt ihr selbstverständlich, wenn ihr eine Axt habt, zack, zack, hier einmal rundherum und Baumfeld. Ja, das klassische Baumfällen geht ihr natürlich auch. Mit einem weiteren Schlag, ey, bleib hier, du Luder. Oh nein, der rollt ins Wasser. Werden wir ihn je wiedersehen, den Baum? Boah, wir gehen hinterher. Könnt ihr den auch noch klein hacken? So. Habt dann halt dementsprechend die Holzblöcke, die jeweils einen Platz einnehmen. Und ihr habt, wenn ich jetzt nochmal auf I gehe, im Inventar nicht sehr viel Platz. In diesem Sack haben wir ein bisschen Nahrung. Gut. Splitsch, 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 splitsch. Der Sound ist noch nicht so doll hier im Spiel. Also da kann gerne noch ein bisschen was kommen. Ich habe den auch etwas tiefer gedreht, weil der schon gestört hat. Ja, wir laufen einfach mal ins Land. Und ja, schauen der Dinge, die da kommen. Irgendwas werden wir schon finden oder hinkriegen. Oder uns von irgendwas töten lassen. Ich will euch das Spiel ja auch nur mal zeigen. Ist hier einfach nur eine angeschaut Folge. Ich denke, ich werde das hier in Zukunft mal ein bisschen let's playen, weil ich es eigentlich ganz cool finde. Aber wie viel und wie intensiv kommt es wirklich auch noch ein bisschen darauf an, was hier überhaupt schon so geht. Und ja, wie viel Spaß es Solo macht. Es ist ja auch manchmal, gibt es ja auch ganz tolle Spiele, die eigentlich schon Spaß machen können, die aber alleine keinen Spaß machen. Das ist...
Und andere Spiele, die man wirklich solo ewig lang spielen kann und alles ist gut und man vermisst gar nicht keine anderen Leute. Das sind aber wesentlich weniger Spiele. Gut, im Moment sehe ich hier nichts. Darum laufen wir einfach der Nase nach. Da hinten haben wir einen Wolf. Den können wir mal gleich attackieren. Aha, hier ist ein Unter... Ey, du Blödmann! Komm her. Na, komm her. Okay. Also zum einen nervt mich gerade die Fackel. Obwohl, vielleicht habe ich keinen Platz. Ich muss erstmal das Zeug aus dem Wolf mitnehmen. Ja, hier kriegen wir schon mal die ersten coolen Sachen. Okay, hier sehe ich gerade, haben wir einen Unterschlupf. Das ist ja ganz cool. Können wir den auch benutzen? Okay, ich glaube, das ist jetzt mein Schlafplatz hier, mein Spawnpunkt oder so. Können wir noch irgendwas? Paranoid wieder, werde ich wieder. Okay, da kann ich jetzt drei Holz reintun. Ich habe nur keine Flintstones. Wo kriege ich denn diese Flintstones her? Kann ich die aus Steinen machen? Wir gucken mal. Hier steht nichts, da steht nichts. Standardbandagen ist natürlich ganz toll. Eigentlich auch sehr sinnig, weil meistens tun die Wölfe mich ordentlich anhauen. Ja, schade, ich habe meine Flintstones natürlich eben verballert und weiß jetzt nicht, wie ich neue kriege. Ob ich die irgendwo finden muss oder so, das, ja, weiß ich noch nicht. Jetzt hätten wir uns jetzt hier schon mal ein Lagerfeuer anmachen können, das hätte ich ja ganz cool gefunden. Okay. Wo können wir Flintstones finden? Und wie finden wir zu dem Punkt hier zurück? Ich habe ja keine Angabe. Ich glaube, M hier, Map gibt es nicht. Ich habe keinen Navigator, nichts. Ach, da oben ist ja noch mehr. Ach, ist das die Siedlung, in der ich schon mal war? Das wäre ja cool. Die würde ich euch ja gerne mal zeigen. Ob es jetzt die ist, in der ich schon mal war, weiß ich nicht. Aber es ist zumindest sowas Ähnliches. Wir gehen einfach mal gucken. Oh, sieht auf jeden Fall ziemlich identisch aus. Hier drin ist gerade noch nichts zu finden. Letztes Mal gab es hier Skelette. Dann werde ich hier ein bisschen sachte durchgehen. Oder es zumindest versuchen. Ich höre schon irgendwas im Hintergrund. Aha, ja, da ist ein Skelett. Ich sehe jetzt auch nur das eine. Okay, wir haben noch relativ viel Leben. Da können wir uns mit anlegen. Ja doch. Machen wir Knochenmehl, das blöde Ding. Ja, ich habe auch schon Skelette in Rüstung gesehen. Also sind nicht alle so... Och. Der gibt aber schnell auf. Sehr sympathisch. Was ist das hier? Nichts. Gut. Ach, und da hinten ist der Drachenturm da oben. Ja, cool. Jetzt plündern wir erstmal diese Siedlung hier. Schauen, ob wir hier ein bisschen was rausschleppen können. Hier war ich schon drin, glaube ich. Aber wir gucken mal nochmal vorsichtshalber. Einmal umgucken. Da vorne kommt gleich auch eine Forge. Hier mal wieder eine Feuerstelle. Das gleiche Problem, ne? Wir können sie nicht benutzen, weil wir keine Flintstones haben. So. Genau, jetzt haben wir eine Forge und alles, wofür wir eine Forge halt brauchen würden. Die Sachen, ich weiß gar nicht, irgendwo steht das dann immer bei. Ja, genau, hier bei dem, na, bei Metal Axe, da steht es hier, Forge. Die hätten wir jetzt hier. Das ist ja nett hier. Na, muss aber erst auf alles draufhauen, um zu wissen, ob es auch echt ist. Alter Wikinger braucht. Okay. Ja, die Ausbeute scheint hier etwas gering zu sein, aber macht ja nichts. Das ist hier Leder. Auch nicht schnappen. Alles nur Dekoration, gar nicht für mich. Oh, ein bisschen gemein. Gut, wir gucken einfach mal weiter. Letztes Mal habe ich hier Stiefel gefunden und mehrere verschiedene Waffen. Heute scheinen da Äpfel zu liegen, das ist auch nicht verkehrt. Crossberries, Äpfel. Weil wir hier mit Nahrung natürlich unser Leben wieder aufpushen. Einfach mal reinhauen hier.
Aha, da hinten kommt schon das nächste Skelett. Jom, jom, jom. Ja, das schmeckt doch. Feine Sache. Mal gucken, was die Bären hier bringen. Naja, zumindest auch ein bisschen. Okay, ich muss einmal voll pushen hier. Wir leben gesund. Nur die guten Sachen. Ja, wir gucken aber erstmal weiter. Ich dachte, ich hätte hier auch vorhin eine Waffe oder irgendwas liegen sehen. Ah ja, da ist was. Okay, noch eine Axt. Naja, gut, besser als nichts. Gehen wir mal hier rein. Wenn ihr die Türen schließt, bleiben die Skelette draußen. Zumindest war es bei mir das letzte Mal so. Was ist denn hier? Ach so, von der Statue abgebrochen. Ja. Na komm, guck mal, was du bei dir hast. Ich würde gerne mal so ein Skelett in Rüstung erledigen, um zu wissen, ob ich dann auch die Rüstungsteile kriege. Gott, gehen die heute schnell kaputt. Das ist aber der Vorführeffekt hier. Was ist das hier? Bone Dust. Okay. Kein Platz mehr für. Da ist doch ein Mist. Kann man Schädel stapeln? Anscheinend nicht. Gut. Feuer kann ich auch nicht machen. Ja, Flintstones. Das war ja so das, was mir jetzt noch fehlte. Ja, finden wir auch noch raus. Okay, Stein kann ich auch nicht mehr aufnehmen. Hä? Ja, komm doch. Ja, knurr du mal. Komm her, hier. Hier ist die Axt. Zack. Schluss mit lustig. Ah, ich brauche die Seil. Was ist das hier eigentlich? Animal Bone. Was kann ich verzichten? Ich nehme erstmal das Holz ab. Okay, die Taschen sind voll. Ihr seht, es wird schon langsam eng. Hier hängen schöne Schwerter. Und die darf ich wieder nicht nehmen. Ich darf nur die blöde Axt nehmen. Gut, ich glaube, wir waren in allen Häusern hier einmal drin. Ne? Ein bisschen kämpfen mussten wir auch. Ja, dass hier jetzt noch was sonderlich Interessantes kommt, glaube ich nicht. Und darum gehen wir jetzt mal den Drachen besuchen. Wäre auch interessant, ob der uns auch besucht. Also ob der hier wirklich rumfliegt und Terror macht. Ich denke mal, langfristig ist das so gedacht. Gut, wir gehen mal ein bisschen langsamer. So. Ach ja, das Geräusch, wenn man hier durch die Büsche geht, daran habe ich mich immer noch nicht gewöhnt. Letztes Mal, als ich mich dem Turm genähert habe, kam er gerade angeflogen. Das war schon ganz nett. Würde ich mir wohl nochmal angucken. Ich habe leider keinen Weg da rein oder hoch gefunden. Aha, da hinten ist auch noch irgendwas. Da gehen wir gleich mal gucken. Gut, er scheint nicht zu Hause zu sein. Das ist jetzt gut oder schlecht für uns, das weiß ich nicht. Oh, aber Skelette sind hier. Da hinten kommt er geflattert. Seht ihr ihn? Da fliegt er. Auch kein ganz kleiner Bursche. Zack. Und da landet er oben. Ja, schrei du mal. Das waren ja mehrere Skelette. Ich muss mal ein bisschen aufpassen. Ja, oh, mein Leben ist ganz schön weit runter. Ja. Guck mal, ob ich jetzt noch hier auf die Schnelle wegkomme. Drache, wo ist er? Ist der wieder losgeflogen? Nee. Er sitzt noch da oben. So.
erstmal ein bisschen gestärkt. Wo war denn jetzt dieser zweite Turm? Also hier so, ich bin da einmal rundherum gelaufen und habe keinen Weg hochgefunden. Ich soll mal dem zuerst. Was war das? Noch ein Skelett. Ah, noch eins. Was ist denn hier los? Gucken, ob wir uns da rein retten können. Okay, das große, was ich dachte, ist eigentlich nur ein Fels. So. Hier komme ich, glaube ich, nicht rein. Da ist zwar eine Leiter drin, aber hier liegt so viel Gerümpel im Weg. Folgen die mich noch? Ja, schrei doch mal. Ja, okay. So viel dazu. Ich wollte euch ja mal den Drachen zeigen. Da ist er. Was hier für ein Fels? Okay, der bringt nichts. Ja. Also sehr angriffslustig ist der Drache anscheinend nicht. Das hält sich im Rahmen. Ja, schade, dass wir hier jetzt nicht rein können. Und da ist ja eine Art Leiter hoch. Was war denn hier? Gerade war noch irgendwas. Ah, jetzt habe ich irgendwas aufgenommen. Schön. Ah, jetzt fliegt er wieder los. Aha. Ja, ich denke, wenn man dem auf seiner Flugroute begegnet, dann hat man Pech. Also hatten wir in irgendeiner Form Glück. Sehr viele Skelette um das Ding. Zum Glück nur die einfachen, weil die, die ich schon getroffen habe, die konnten noch rennen. Die jetzt gerade waren ja doch recht langsam. Ja, was haben wir da gefunden? Klaue oder so. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Okay. Wir wandern mal durch den Wald. Gucken wir, ob wir die Siedlung wiederfinden. Ja, da ist sie. Okay, ich bin nicht am Bluten, habe aber allerdings sehr wenig Leben. Habe jetzt mein ganzes Futter fast schon verballert. Weiß noch nicht, wo ich diese... Oh, da hinten ist wieder ein Wolf. Der mich kriegt, bin ich hin. So, Klappe zu. So, jetzt können wir noch mal in Ruhe ins Inventar gehen. Wir haben ja noch Fleisch. Sieht nicht lecker aus, aber ja, scheint zu schmecken. Ja. Hauptsache schmecken. Was soll das hier sein? Egal, Hauptsache bringt Leben. Ich futter jetzt hier alles, was ich habe. Okay, gehen wir nochmal ins Crafting-Menü. Ach, ist was dazugekommen? Ja, jetzt hier eine Menge Zeugs dazugekommen. Nur nichts, was ich herstellen kann. So, Fackel, genau. Wooden Sticks kann ich hier direkt drin herstellen. Hier kann ich andere Bandagen herstellen. Okay. Lederhide. Wie mache ich das denn? Steht ja auch irgendwie. Bone Dust kann ich aus Knochen machen. Sehr toll. Okay, verschiedene Taschen, die wir herstellen können. Ja, Waffen ja eh. Einiges Zeugs hier. Sieht ja schon fett aus. Ja, so weit sind wir noch lange nicht. Gut, Rüstungsgegenstände, klar, wäre natürlich tot interessant. Sehen, was da so geht. Aber ohne das passende Material bringt das hier alles noch nichts. Da muss ich erstmal rausfinden, wo wir das finden. Ja, sei es drum, Leute. War ja nur so eine kleine Folge angeschaut. Da reichen knappe 20 Minuten auch. Oh, meine Fackel ist aus. Oder wie sieht das aus? Warum ist meine Fackel aus? So. Oh, ist die abgebrannt oder was? Gemein. Na gut, egal. So ist das manchmal im Leben. Vielleicht können wir die ja wieder irgendwo anzünden. Ja, könnt mir gerne Kommentare lassen. Wie findet ihr das Spiel? Forge Items. Achso, ja, klar. Wie findet ihr das Spiel? Ist es was für euch? Wie ich ja schon erwähnte, schmeiße ich euch alles, ich glaube, ich habe es erwähnt, schmeiße ich euch alles in die Videobeschreibung, so den Link zum Steam Shop und Co.
Und ja, sagt mir gerne, was ihr davon haltet, eure Meinung. Würdet ihr es euch auch holen? Findet ihr es überhaupt interessant oder ist es ja für euch nicht so das Wahre? Ich meine, wie gesagt, man muss zumindest eine Sache immer fair betrachten. Es ist Early Access, es ist eine ganz frühe Alpha. Das heißt, das Ding hier ist nicht fertig. Da kommt hoffentlich noch eine ganze Menge. Ich glaube, da ist Grundpotenzial hinter. Ich werde, wie gesagt, auf jeden Fall mal so ein paar Let's Play-Folgen machen und dann gucken wir mal, was so bei rumkommt und was wir noch so rausfinden und wie lange es Spaß macht. Das ist ja manchmal, kann ein Spiel ja auch noch so toll und komplex und fertig sein und es macht trotzdem keinen Spaß. War in meinem Falle bei H1Z1 so ein bisschen der Fall, obwohl es dann am Schluss ganz gut lief, also am Schluss meiner Spielserie lief es eigentlich recht konsistent, aber da hat mir so die Atmosphäre gefehlt. Mal gucken, was das Spiel hier so bietet. Lasst euch überraschen. Ja, in dem Sinne, Leute, haut rein und bis die Nächte.